Hallo und herzlich willkommen hier zurück zum Zweiradgeber. Das ist noch nicht richtig weihnachtlich hier, ne? Irgendwie nicht, nein. Ach, schon gleich viel besser. So, Chris, was steht denn heute an? Ja, eigentlich wollen wir euch relativ kurz mal frohe Weihnachten wünschen. Ein schönes Fest im Kreise der Familien. Leider etwas abgespeckter als sonst. Und normalerweise haben wir für die Weihnachtszeit ja immer so ein bisschen unsere Ankündigungen vorbereitet. Wir lassen euch dann wissen, wann es zu Ultima geht. Das fällt, erklärt sich fast von alleine, im nächsten Jahr leider dann auch für uns aus. Stattdessen haben wir uns ein bisschen was anderes überlegt, beziehungsweise eigentlich nicht groß was überlegt, sondern ihr bekommt einfach heute ein kleines Weihnachtsthema für euch. Denn wir kümmern uns um weihnachtliche Lenker. Ich denke, das hat nicht unbedingt was mit Weihnachten zu tun, ne? Nicht wirklich, aber da sind Fragen bei, die immer wieder gestellt werden, besonders auch was die Zulässigkeit angeht. Und das werden wir uns heute mal ein bisschen detaillierter anschauen. Also, viel Spaß mit diesem Lenkervideo und frohe Weihnachtstage. Wir haben euch hier schon mal eine kleine Auswahl an Lenkern zusammengestellt. Ihr seht schon, vom typischen Originallenker bis hin zu Custom-Lenkern in sämtlichen Formen und Variationen. Der ist auch besonders schön. Doch bevor wir uns das genauer anschauen können, müssen wir vor allen Dingen eins erstmal machen, nämlich Platz am Moped. Wir beginnen mit dem Spiegel. Wenn dieser nachher an der hinteren Halterung des Kombischalters herunterhängt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er kaputt geht. Dazu lösen wir die Kontermutter und drehen den Spiegel aus dem Gewinde. Die beiden Klemmschrauben werden anschließend gelöst und wir können den Kombischalter abnehmen. Unter das Griffgummi stecken wir einen kleinen Schraubendreher und sprühen etwas Bremsenreiniger. Dies wiederholen wir, bis wir das Gummi leicht abziehen können. Jetzt kümmern wir uns um die andere Seite und lösen die Schraube der Haltefeder am Gasgriff. Anschließend entfernen wir wie gezeigt den Gasdrehgriff. Bei der Gelegenheit reinigen wir alles. Der Bowdenzug kann wie gezeigt ausgehängt werden. In unserem Fall ist der Bowdenzug für die Bremse sehr straff, daher lösen wir ihn zunächst unten am Rad. Dann können wir ihn oben aushängen und lösen die Klemmschraube, um das Griffstück vom Lenker zu ziehen. Die vier Halteschrauben vom Lenker werden gelöst und die Klemmstücke nach und nach entnommen. An dieser Stelle werden wir die Schrauberei mal kurz unterbrechen und schauen uns einmal die rechtliche Seite der Originallenker genauer an. Rechtlich ist es bei den Originallenkern, und damit meinen wir nicht die, die jetzt hergestellt werden, sondern die aus der DDR-Produktion, relativ einfach. Diese können untereinander vertauscht werden. Dabei handelt es sich um Originalteile, die auch entsprechend genutzt werden können. Der Flachlenker kann also ohne weiteres gegen einen Hochlenker ausgetauscht werden und andersrum. Etwas kniffliger wird es dann, wenn man den Lenker der S51 an die der Vogelmodelle bauen möchte. Hier wird man nicht um eine Änderung der Befestigung herumkommen und dort liegt auch der Hase im Pfeffer. Diese Befestigung muss mindestens ein Teilegutachten oder eine ABE für dieses Fahrzeug haben. Dennoch schauen wir uns jetzt mal an, wie ihr so ein Teil an eurem Vogel montieren könnt. Auf dem Lenkstock wird das Klemmstück aufgeschoben und dann, wie bei dem normalen Lenker auch der Vogelserie, verschraubt und gekontert. Der in unserem Falle Sonderlenker kann dann mit den Lenkeraufnahmen der S50-51 befestigt werden. Hier haben wir jetzt einen ganz besonderen Fall, und zwar haben wir einen M-Lenker, der theoretisch über ein Teilegutachten verfügt und deshalb per § 19 ganz einfach nachgetragen werden kann. Jedoch kommt es nicht nur auf den Lenker an, sondern auch auf die Lenkerbefestigung. Und damit sind nicht die Klemmbrücken gemeint, sondern es gibt ja hier zum Beispiel für die Vogelserie auch das Adapterstück für den Rohrlenker. Und das wiederum hat kein Gutachten,
Das heißt, hier wird Paragraph 21 erforderlich, eine Abnahme, die wiederum kompliziert werden kann, weil, wie gesagt, nicht für alle Teile ein Teilegutachten vorhanden ist. Die Lenker, die heute nach Originalmaßen wiederhergestellt werden, dürfen ebenfalls benutzt werden. Auch wenn immer wieder behauptet wird, dass diese ein Prüfzeugnis vorweisen müssen und daher nicht verbaut werden dürfen. Dazu haben wir eine Anfrage an den TÜV gestellt. Bei unserer Anfrage hieß es, die Lenker, die nach Originalmaßen hergestellt werden, sind als Ersatzteile zu betrachten. Sie können einfach ohne Begutachtung genutzt werden. Es handelt sich rechtlich nicht um einen Sonderlenker, für die ein Prüfzeugnis vorliegen muss. Einige Lenker, wie zum Beispiel dieser hier, haben eine zusätzliche Prüfnummer eingeschlagen. Damit könnte man im Zweifelsfall ebenfalls nachweisen, dass es sich um einen Lenker nach Originalmaßen handelt und dieser keine ABE oder ähnliches benötigt. So, nun aber erstmal genug zu den Originallenkern. Ich denke, viele von euch interessieren sich vor allem für die Sonderlenker. Das wäre jetzt was clever geworden. Das ist mir zu gefährlich hier mit dir. Und so einen Sonderlenker, in dem Fall hier den Tomaselli, den verbauen wir jetzt erstmal. Zuallererst montieren wir den Lenker auf der oberen Gabelführung und fixieren den Lenker leicht. Bevor wir ihn endgültig festziehen, richten wir ihn mittig aus und bestimmen den optimalen Winkel für die Sitzposition. Eine helfende Hand kann hier von Vorteil sein. Für die meisten Sonderlenker müssen noch weitere Bauteile geändert werden. Die Kabel vom Kombischalter sind zu kurz und die Enduro-Variante sollte stattdessen genutzt werden. Ebenso muss der Kupplungszug auf Enduro umgerüstet werden. Jetzt sollte der Kombischalter problemlos passen, jedoch setzen wir die Schrauben ebenfalls nur lose an. Das Griffgummi sprühen wir kräftig mit Bremsenreiniger ein. Alternativ geht auch Spüliwasser und schieben das Gummi auf den Lenker. Fette und Öle haben hier nichts verloren. Diese verflüchtigen sich nicht und der Griff wird nicht fest. Der Kombischalter kann nun ausgerichtet und festgeschraubt werden. Achtet beim Festziehen darauf, die Kabel nicht einzuquetschen. Noch den Spiegel montieren und kontern, dann kümmern wir uns um die andere Seite. Das Klemmstück kommt als erstes. Sollte dies nicht so einfach auf den Lenker gehen, liegt das häufig an der Pulverbeschichtung. Entweder schleift ihr diese etwas ab oder helft mit dem Gummihammer nach. Zum groben Ausrichten schieben wir den Gasdrehgriff gleich hinterher. Sämtliche Baudenzüge, Startvergaser, Gas und Bremse müssen hier ebenfalls gegen die Enduro-Variante getauscht werden. Der Zug des Startvergasers kann wie gezeigt eingehängt werden. Ebenso der Bremszug. Fettet den Lenker ein, schiebt den Gasdrehgriff auf und hängt auch hier wieder den Zug ein. Der Haltewinkel wird anschließend aufgeschoben und verschraubt. Richtet das Klemmstück aus und zieht es fest. Prüft durch Einschlagen des Lenkers, dass alle Kabel und Bauanzüge ausreichend Spiel haben und nirgends gespannt werden. Macht dies auch bei laufendem Motor, nicht dass ihr beim Lenken Gas gebt oder den Startvergaser zieht. Der Tomaselli-Lenker ist verbaut und er kommt mit einer kleinen Besonderheit daher. Er wird nämlich mit einem Stückchen rosa Papier ausgeliefert. Dieses Stück Papier, ist das jetzt eine ABE und ein Freifahrtschein oder ist es ein Teilegutachten? In dem Fall ist es ein Teilegutachten und wo genau da der Unterschied liegt, schauen wir uns doch jetzt einmal an. Wer
Wer es optisch oder ergonomisch dann doch etwas anders haben möchte, kommt kaum um einen Drittanbieter vorbei. Wenn der ausgewählte Lenker dann noch eine ABE mit sich bringt und aus dieser hervorgeht, dass ihr ihn ohne weiteres anbauen könnt, wird es einfach. Lenker anbauen, die ABE zu den Versicherungsschein und der Betriebserlaubnis des Fahrzeuges legen, fertig. In einer Kontrolle zeigt ihr die ABE ebenfalls mit vor und dann heißt es auch schon wieder gute Fahrt, wenn sie nicht noch was anderes finden. Aber Vorsicht, auch wenn es auf dem Zettel oft riesig prangt, allgemeine Betriebserlaubnis, heißt das nicht, dass ihr alles einfach nutzen könnt, was so eine Erlaubnis hat. Aus der ABE müssen nämlich vier Dinge klar ersichtlich sein. Dass es für euer Fahrzeug ist, welchen Zweck das Bauteil dient, welche Bedingungen erfüllt sein müssen und wie das Bauteil zu montieren ist. Gehört er so rum? Ich denke, der gehört mit der Aufschrift nach oben. In diesem Fall handelt es sich um eine Lenkeinrichtung. Eine technische Zeichnung, aus der die Einbauposition hervorgeht und mitunter, das Interessanteste, die Bedingungen. Ist an die ABE geknüpft, dass ihr eine bestimmte Halterung nutzen müsst, dann sollte diese auch montiert sein. Ansonsten bringt euch die ABE erstmal gar nichts oder genau andersrum, ihr müsst die originale Befestigung nutzen. Wenn ihr das nicht wollt, bleibt euch der Weg zur Prüfung nicht erspart. Außerdem wurde der Begriff ABE in den letzten Jahren inflationär benutzt. Daher gibt es auch ABEs, die eingetragen werden müssen, besonders in dem Falle, wenn das in Verbindung mit anderen Sonderteilen verbaut wird. Wie das genau aussieht, erfahrt ihr aber im Kleingedruckten. Bei der Prüfung handelt es sich in der Regel um eine Abnahme nach § 19-2 oder 19-3 StVZO. Allerdings gibt es hier sehr wenig bis gar keine Lenker, die speziell für Simson mit einer ABE daherkommen. Deutlich häufiger kommt ein Teilegutachten vor. Und damit wären wir beim nächsten Punkt. Das oft missverstandene Teilegutachten. Böse Zungen behaupten, dass es auch hier ausreichen würde, dieses lediglich mitzuführen. Dem ist absolut nicht so. Auf dem Teilegutachten steht genau das auch klar und deutlich drauf. Nachdem ihr den Lenker verbaut habt, dürft ihr nur noch eine Fahrt machen. Die zur nächsten Prüfstelle. Der Lenker muss dann eingetragen werden und ihr bekommt vom Prüfer entsprechendes ausgestellt und bescheinigt. Damit geht es dann in aller Regel zur nächsten Zulassungsstelle, die hier auch nochmal einen Stempel draufhauen müssen. Nicht immer, aber meistens. In aller Regel wird hier eine Abnahme nach § 19.2 oder 19.3 gemacht. Kommt aber noch eine andere abnahmepflichtige Lenkerbefestigung dazu, sind wir wieder bei der Einzelabnahme nach § 21. Darauf gehen wir aber später nochmal genauer ein. Martin, es gibt einen Lenker. Ja. Den siehst du eigentlich täglich bei Instagram. Ich weiß schon genau, welchen du meinst. Mhm. Und es gibt auf jedem Treffen mindestens einen, der genau diesen Lenker verbaut hat. Und zwar ist das der klassische Pro-Taper oder auch Brot-Taper, wie er ganz liebevoll mal genannt wird. Und ich würde sagen, den verbauen wir jetzt erstmal. Und das hier ist das gute Stück, hier auch ganz besonders schön. Schönen mit guten dem Tag, allgemeine Verkehrskontrolle. Ja, in dieser Situation solltet ihr euch am besten die ein oder andere Ausrede parat halten, denn dieser Lenker kommt leider komplett ohne Zulassung. Und was das für euch im Detail bedeutet, das schauen wir uns jetzt an. Und damit könnt ihr dann Mängelscheine sammeln, bis das Kundenkonto bei der Polizei voll ist. Dann werden die Ordnungshüter nämlich unangenehm. Um so einen Lenker eingetragen zu bekommen, muss man eine Einzelabnahme über sich ergehen lassen. Wer im Vorfeld etwas Recherche betreibt und das am besten bei dem Prüfer direkt, wird schnell feststellen, dass die erforderlichen Papiere, die dieser haben möchte, gar nicht so einfach zu bekommen sind oder den wahren Wert des Lenkers um ein Vielfaches überschreiten. Die Abnahme nach § 21 StVZO liegt ganz im Ermessen des Prüfers. Allerdings haftet er in dem Moment mit seinem Titel des amtlich anerkannten Sachverständiger mit Teilbefugnis, kurz AASMT, und seinem gesamten Privatvermögen. Übrigens, auch ihr haftet in gewisser Weise mit eurem Privatvermögen, und zwar dann, wenn ein Unfall verursacht wird und vor allem ein Unfall mit hohen Folgekosten. Und ich habe mich da mit jemandem unterhalten, der mit sowas tagtäglich konfrontiert ist, und er bestätigte mir auch nochmal, dass die Versicherung, wenn sie denn hohe Folgekosten tragen soll, einen Gutachter einschaltet. Dieser Gutachter wird feststellen, hier war keine Betriebserlaubnis, die war erloschen. Und dann ist es der Versicherung in den meisten Fällen auch egal, ob nun das Bauteil Unfallursache gewesen ist oder nicht. Alles in allem bleibt am Ende noch eine Frage offen: Wozu der ganze Aufwand? Bei gewissen Fahrradsportarten stehen die Drahtesel schon unter einer ordentlichen Belastung und so auch der Lenker. Warum sprechen wir das an?
Wer dieses Video gefunden hat, ist technisch und geistig in der Lage, sich zum Beispiel Fahrradunfälle bei YouTube rauszusuchen, in denen der Unfallgrund ein gebrochener Lenker ist. Meist verlaufen diese Unfälle mit dem Fahrrad recht glimpflich ab. Doch wenn der Pro-Taper dann beim Herunterkommen des Vorderrades das Zeitliche segnet und man aber viel lieber eine Gefahrenbremsung ausführen möchte, weil der einfahrende LKW einen übersehen hat, wird es kritisch. Im besten Fall legt ihr euch nur auf die Seite, im schlimmsten Fall ist der Rettungswagen schwarz lackiert. Mit anderen Worten, gibt es diese ganze Regelung und Zulassungsgeschichten nicht, um euch zu ärgern und das Leben schwer zu machen, sondern sie sind dafür gedacht, damit ihr morgen eben auch noch aufs Moped steigen könnt. Und letzten Endes ist es doch genau das, was wir wollen, oder nicht? Ganz genau. Deswegen ist an dieser Stelle mal wieder eure Meinung gefragt. Wie geht ihr mit dem Thema um? Ist euch das so ziemlich lax? Oder sucht ihr bewusst nach Lenkern mit Zulassung? Und wie sind eure Erfahrungen mit der Polizei? Oder auch bei den Zulassungen selbst? Einfach mal gerne alles ab damit in die Kommentare. Und in diesem Sinne, schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Wir sehen uns dann in einer der nächsten Videos wieder. Und bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.